werde die Welt nie wiedersehen. Texte aus dem Gefängnis. Ahmet Altan ist 68 Jahre alt. Er ist ein türkischer Schriftsteller und Intellektueller. Und er wurde im Februar 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Vorgeblich, weil er an dem Putsch 2016 beteiligt war. Ahmet Altan schreibt in diesem Text über innere Unabhängigkeit, über Freiheit, über Glauben, über das Schreiben und er schreibt vor allen Dingen über Würde, die es gilt, jeden Tag zu bewahren. Das ist ein Buch, nach dessen Lektüre viele der kleinen Alltagskümmernisse völlig irrelevant erscheinen. Es ist ein Buch über das Menschsein und deswegen gehört es in diesem Jahr auf meine persönliche Liste.